Funktioniert die Spielaufnahme noch? Wird es ein Vollbild angezeigt? Ja, wird's. Sehr schön. Dann kann ich mal kurz. Der PC stöhnt laut auf. Kann ich mal kurz die Playlist raussuchen? Gut, Hintergrundmusik. Wie hieß das im Stille Musik? Hintergrund. Meine Minecraft-Playlist. War denn die meine Playlist? Findet sie gerade nicht mehr, das ist doch skandalös. Playlist, Playlist, Playlist. Hier habe ich sie doch. Na komm. Rinn damit. Schön leise gemacht. So, dann gehen wir mal auf den Server. Ich hoffe, da habe ich nichts gezeigt. Keine ID oder so, die da zu sehen sein soll. Die nicht zu sehen sein soll. Okay, ich muss euch erstmal eine kleine Tour über den Server geben, was sich seit Silvester getan hat. Silvester hatte ich ja ein kleines Video, wo wir die Insel betreten haben, wo ich mein kleines Dirthaus bzw. Holzhaus gebaut habe. Seitdem ist hier einiges passiert. Wir stehen unter etwas Risiken. Gerade, das ist hier gerade mein aktuelles Projekt, werden wir vielleicht heute noch fortsetzen können. Hier die Brücke, die dann hier hinführt. Hoppla, nicht runterfallen. Obwohl es auf diesem Server auch nicht so tragisch, was ihr früher oder später sehen werdet. So, dann zeige ich euch vielleicht mal hier erstmal das die Taverne zum schwebenden Blaha. Blahasch. Da geht es ja durch Falltüren nach oben. Eine kleine in der Luft schwebende Insel. Da ist meine kleine Taverne aufgebaut. In der Luft schwebend. Da geht es auch mit einem Wasser. Wasserfall geht es auch hier nach unten. Und nach oben. Ja, das mit dem nach oben ist noch so eine Sache. Gibt es hier natürlich einen Keller, Employees only, da dürfen nur Angestellte rein. Hier ist der Keller, da wird für die, da ist noch nicht viel drin, aber Zeugs, da soll mehr Zeugs noch kommen. Da wird mehr Nahrungsmittel gelagert, die hier in der Taverne ausgegeben werden können. Hier ist der Schankraum. Okay, was ist denn hier passiert? Das geht so aber nicht. Aha. Dinge passieren.
ist der Schankraum, da steht man hier. Da stehe ich dann da eventuell als Barmann in den Tresen. Kann ich einen auch, können die Leute sitzen. Hier ist ein Fass, da kann man Bier ausschütten, ausschenken. Verschütten dann auch manchmal. Hier haben wir so ein paar Pötte oben drauf stehen. In Form von Blumentöpfen. Ich habe eine Küche. Hier in den Öfen, was gebraten werden kann. Zwischenverstaut werden. Zutaten. Da geht's raus. Hier ist ein kleines Beet. Wo man sehr ineffektiv ein bisschen Weizen anbauen kann. Ist hauptsächlich dekorativ. Das richtige Feld haben wir woanders. Hier ist ein Pferdestall, falls wir mal Pferde bekommen und die auf sehr engem Raum hier unterbringen. Jo, hier ein Kessel in der Mitte. Hier ein Außenbiergarten. Ist nachgebaut nach einem YouTube-Video, muss ich ehrlich zu sagen, hat von, ich glaube, Crocodile Andy oder so, das hieß irgendwie der Kanal. Ich einfach mal. Da war ich nicht besonders kreativ. Na gut, das mit der Schwebende, das war da. Die schwebende Taverne, das war dann schon meine Idee, das hier auf Klötze zu setzen. Und da kommt man entweder durch den Wasserfall hoch oder durch dieses Ding. Jetzt wird schon wieder Nacht. Hier ein paar Stelzen angebracht. Da mussten so ein bisschen, das eigentlich alles dürrt. Aber da ein bisschen Falltüren drumherum gemacht, damit das gewollt aussieht. Und hier wohnt der Kirikus. Der Prof. Hat da seine Hütte. Hier ist noch nicht so viel los. Ich habe hier sehr aktiv sehr viel gebaut. Deswegen ist bei mir hier schon vieles los. Kann ich mal den Leuchtturm zeigen, da gehen wir gleich mal hin. Den habe ich auch schon gebaut. Na toll. Jetzt habe ich die Melone enterntet. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir wieder Melonensamen ernten und bedienen. Immer über überflüssige Samenkörner und Dünger werfen. Ich müsste mal gleich wieder Melonen besorgen. Melonenkerne machen, damit danach wachsen können. Jetzt kommen hier schon die Monster. Sollte ich mal schnell in den Leuchtturm. Hier wohnen Brunhild und Herbert. Zwei Axolotl. Axolotl Aquarium. Und der kleine Piepmatzier, den ich auch hier untergebracht habe. Den Papagei habe ich auch schon gezähmt. Hier geht es einmal hoch. Hier ist mein Zeugs. Eine Kiste. Hatte ich unverschämt viel Glück. Sachen werden mit Kisten gefunden. Hat schon einiges angesammelt. Hier muss ich irgendeinen Rücken Lebstuhl. Mein Bett. Ein Ofen und eine. Hier wird drum geschlafen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich optimal. Da hängt erstmal ein Bett fest. Das ist, glaube ich, ein blaues Bett, was ich jetzt mit einer Mod beflaggt habe. Jetzt gibt es da den Befehl. Ne, ich will nicht zur Taverne. Können wir später noch hingehen. Will ich mal erstmal den Leuchtturm zeigen. Das, wo drin sind, ist das kleine. So ein kleines oben ja nicht. Das Leuchtturm wird raus.
Creeper. Zum Glück springen die hier nichts mehr in die Luft. Das ist beim Bauen ein bisschen hinderlich. Das hier hauptsächlich ein Bauserver ist. Ja, der Leuchtturm ist auch nachgebaut. Ja, ich baue meistens nach Anleitungen. Da bin ich nicht. Oh. Noch ein Piepmatz. Ist das meiner oder? Kann ich in Lava stürzen? Piepmatz. Hier haben wir ein kleines Lava-Becken. Lava-Pool nur unter Aufsicht baden. Hier kann man rein. Und dann müssen baden gehen. Okay, es hätte noch ein bisschen gemusst. Hier wird auch was angebaut. Ja, und hier ist das Hauptbeet. Macht der Papagei die ganze Zeit Creeper-Geräusche nach oder was? Du bist der Papagei, der Zombie-Creeper-Geräusche macht. Die haben die ganze Zeit Schiss. Eine Melone. Ah ja, hier, so können wir es machen. Melonensamen. So muss das. Wenn das schön nachwächst. Mal ein bisschen Knochen hier draus machen. Mal ein bisschen ernten. Das ist glaube ich mein Papagei. Wo bin ich hier gelandet? Ich hoffe mein Papagei ist mitgekommen. Und ist nicht in Lava. Lava sich verreckt. Klingt so. Ach, da ist er ja. Steht vom Fenster. Komm es rein. Setz dich. Bleib. Vielleicht Körner an der Tal hat oder was? Sitz. Darf ich den bloß nicht runterfallen? Jetzt vielleicht auf den süßen Piepmatz drauf, der noch keinen Namen hat. Könnt ihr mir gerne im Chat, falls ihr aktiv seid, falls ihr da seid, könnt ihr mal entscheiden. Namensschilder habe ich noch keine. Könnt ihr mal, die haben schon Namen. Wurden Hilde und Herbert wurden schon benannt. Und der kein Piepmatz, der braucht noch einen Namen. Könnt ihr gerne mal. Also der Leuchtturm hier, den wollte ich mal zeigen. Von unten relativ gigantisch. Aber am besten kann man das ganze Ausmaß der Insel, die ganze Insel sehen. Ich habe auch ein volles Inventar, das muss ich auch mal aussortieren. Wenn man hier auf das geht, was Wolfi gerade schon. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Die Wolfi wird da eine zweite kleine Insel aufbauen. Deswegen hat die da hier einen kleinen Steg gebaut. Sorry. Das passiert mir immer wieder. Es ist Montag. Ihr müsst es mir verzeihen. Sorry. Es tut mir schrecklich, schrecklich leid. Wirklich, es ist. Oh Gott. Es ist Montag. Ich bin nicht bei der Sache. Okay, hier können wir mal gucken. Hier soll
Hier sieht man, glaube ich, hier ist ein fantastisches Bild eigentlich. Sieht man den Leuchtturm. Der funktioniert dann mit Redstone oben, dass die Leuchte funktioniert. Nachts sieht das noch toll aus. Die schwebende Taverne. Und die Brücke noch hin. Ja. Sieht man das ganze Ausmaß hier. Ich mag die Mods mit dem Wasser. Und vor allem die Sonne, die leuchtet. Nicht die Mods, sondern den Shader. Finde ich großartig, die Sonne. Blendende Sonne. Klares Wasser. Sieht nice aus. So. Was hat der Wolfi hier hingebaut? Da kommt noch ein. Da wird noch was Erde aufgeschüttet, Sand aufgeschüttet. Da kommt noch eine Insel drauf. Ich würde behaupten. Friedhofsinsel soll das werden, irgendwie mit einer kleinen Kapelle und so. Wenn ich richtig informiert bin. Nochmal eine Abkürzung. Ein Leuchtturm würde ich euch mal von innen und von oben zeigen. Taverne haben wir auch noch nicht angeguckt. Bleibt hier keine Piepmatz. Ich habe mal hier kommen wir in die in das Leuchtturm Werthäuschen. Kann man hier hochklettern. Da oben ist das private Schlafzimmer. Hier ist eine Zwischenetage dann. Mit Lagerungskisten. Auch ob sie private Natur. Hier geht es in den Leuchtturm rein. Den man auch hier durch den Gang betreten kann. Hier von draußen. Und auch hier über den Steg hier. Und die Erde soll hier nicht hin. Ist Survival-Modus, aber ja. Mit gewissen Vorteilen, dass man nämlich runterfällt, dass man, wenn man stirbt, das Inventar behält. So, hier ist die Wendeltreppe ganz nach oben. Steht die Tür offen. Hat hier irgendjemand die Tür offen gelassen beim letzten Rundgang? Hier hängen auch ein paar Laternen, dass es nicht dunkel ist. Hat man eine schöne Aussicht auf Bäume. Vielleicht entsteht da noch Sachen, die über die Bäume hinausragen oder in die Bäume setzen werden. Hat man da tolle Aussicht. Hier in die Richtung, ja. Eine kleine Insel, so klein ist die Insel auch wieder nicht. Im großen Ozean gibt es wenig zu sehen. Hier, falls mal Reparaturen gemacht werden können, kann man hier mal hoch. Eigentlich soll man das nicht, aber kann man das Ganze. Ganz gute Konstrukt hier sehen mit Beobachtungsblöcken. Hier sieht man es ein bisschen, Redstone leuchtet. Kann man sehen. Die Leuchtturmtechnik. Wenn man mal, sind wir noch nie, bin ich auch noch nie, mit dem Boot mal rausgefahren. Wenn man mit dem Boot rausfährt, zumindest mal aus der Richtung kommt, aus der anderen wahrscheinlich auch. So, das Ding ist hoch genug. Sieht man es von ferne leuchten. Als Funktion eines Leuchtturms. Weiß man mal, wie man zur Insel zurückkommt. Das ist doch ganz praktisch. Habe ich gleich zuerst gebaut, weil das ist immer. Weiß aus vergangenen Minecraft-Projekten. Das ist immer wieder gut, ist auch wenn man nicht in einer Insel, auf einer Insel lebt. Sondern irgendwie auf dem Festland in einem anderen Biom, das ist immer gut, dass irgendwie wo die Home-Basis ist, dass man da weiß, wie man da wieder hinkommt. Hier gibt es eine tolle kleine Treppe. Darum ist alles klein heute. Kann man hier runter ins Wasser. Dabei war aber gerade nicht hin. Das wird doch Kohle übersehen.
Hier geht's in den Nether. Hier gibt keine Absicherung, Redstone. Kann man selber wieder raus, kann man es abbauen und hinpflanzen. Ja. Damit halt nichts von drinnen, von innen dran nach draußen kommt. Draußen nach drin. Wenn man die Türen schließen, wenn man durchgeht. Dann gehen wir rein. Und hier Besuch. Nee. Hier sind ein paar Spitzhacken zum ein bisschen Zeug zum Nether sich hochbauen. Nee, da müssen wir jetzt nicht unbedingt rein. Warum heute nicht? Hier steht das kleine Netherportal drin. Damit die Netherbewohner hier nicht das Dorf besuchen gehen, auf der Insel rumlaufen, mehrfach abgesichert. Da kommt man easy durch. Das ist hier ein kleiner Schubser. Hier Kies, na, kann man dann wieder davor platzieren. Fällt nicht besonders aus, sieht auch, ja, naja. Merkwürdig aus, aber das heißt, das Redstone-Zeug dahinter versteckt. Wenn man da hier auf den Schalter drückt, dann sieht der Beobachter das und schiebt dann das Zeug hier vor die Tür. Dann war auch mal, eine, falls man irgendwie, falls wirklich mal jemand alle 5-6 Türen da offen lassen sollte, hat man hier nochmal eine kleine Sicherung, dass da was vor der Tür steht. Dass man nicht so einfach raus kann, wenn man ein netter Bewohner ist und nicht zur Insel gehört. Oha, gleich nachgewachsen. Okay. Die sind noch ein bisschen nachpflanzen können. Egal, wächst wieder und dann muss. Das ist ja mal schon viel neuer. So geht das. Jetzt können wir mal ein bisschen Brot machen. Die Taverne muss ich noch zeigen. Beim Prof schauen wir noch nicht rein, da gibt es auch nichts zu sehen. Hier unten immer schön zumachen, wenn es geht. Sich fast so vor, als wäre man wirklich auf der. Man ist zwar oben in den Wolken, aber man ist halt irgendwie. Fühlt sich das an, als wäre es auf dem Boden. Wenn man hier mal guckt. Uff. Wenn man hier am Zaun anguckt. Sieht man schon, dass da irgendwie. Dass da doch runter geht. Hier gibt es noch eine obere Etage, die habe ich noch nicht gezeigt. Das sind Schlafräume. Das Beistelltischchen, ein Bett. Das passiert, wenn man mit Falltüren baut. So. Autsch. So, dann können wir in den Keller gehen und mal ein bisschen Essen craften. Brot. Mehr haben wir jetzt noch nicht so wirklich. Können wir was aus den Melonen machen?
Millionen. Genau, Zwerge. Ja, da können wir wieder eine Melone machen. Ja. Da haben wir schon einige Melonen. Kürbisse auch, da fehlt momentan die Eier. Das wollen wir ein bisschen Eier holen. Und Zucker brauche ich auch nein. Dämpfer. Kürbiskuchen machen können. Das ist ein bisschen Fleisch. Fleisch ist halt rar auf dieser Insel irgendwie. Weil es nicht so viele Tiere gibt. Und die Tiere, die da sind, muss man vorsichtig sein, dass man die nicht tötet. Das soll irgendwann mal einen Käfig bauen. Und diese Tiere einfärchen und. Sofern es noch eine zweite Kuh irgendwo gibt. Eine Kuh habe ich hier schon gesehen. Oder dass man irgendwo eine zweite Kuh herholt und dann gepaart, damit man Nachwuchs kriegt. So, passt genau. Und die Brotkiste damit. Streit fürs Brot, also falls jemand Brot will. Von dem Server. Schon bestellt werden hier. Melonen habe ich auch. Melonen und Brot gibt's. Und ein und zwei Kürbiskuchen. Müssen wir noch überlegen, was man da dagegen tauscht. Wahrscheinlich Sachen, die man für den Bau braucht, irgendwie, das kann ich nicht sagen, halt einfach. Ich brauche gerade ein bisschen Eisen oder so. Ich brauche gerade Andesit, das brauche ich relativ viel. Gibt es viele Bauwerke, die hier, wo hier gebrannt habe, Andesit mit drin ist. Das war so gegen Naturalien sich ein bisschen tauscht. Mein Diaspitze und mein Diaschwert. Da man das Inventar nicht verliert, mache ich das auch immer mit dabei. Da ist die eine Kuh. Ob hier noch eine andere irgendwo ist, weiß ich nicht. Deswegen vorsichtig damit. Da ist nochmal ein Schild zum schwebenden Blohai. Blaharasch. So, das war's ja schon so ziemlich. Was auf was Neues zu sehen gibt. Weiß es, was heißt schon? Das ist ziemlich viel. Es fühlt mich nicht an Keeper-Thesen und Tresen. Und hier müssen wir mal weiter bauen. Da brauchen wir ein Lagerfeuer für. Das ist ein Lagerfeuer, auf dem man dann läuft. Das sieht hübsch aus. Und Tore brauchen wir hier. Das ist eigentlich ein Holz. Um hier die Skender zu simulieren. Die Musik ist scheiße. Scheiße ist nicht, aber fehlt mir gerade nicht. Da kommt schon gleich wieder was nach. Für die große Speisekammer ist hier mal genug da.
Gut. Was wollte ich machen? Eichenholz suchen. Jetzt haben sie schwarze Eichenholz. Fichte, die keine haben will. Da haben wir schon Fichtenholz. Hier sind Eichen. Es wird jetzt wahnsinnig langweilig, aber es muss auch sein. Pilze haben wir ja auch jede Menge. Also wir sind in diesem Pilzbiom. Aus irgendeinem Grund. Ja. Das Rumpfbiom, glaube ich, war. Pilz, Rumpf. Sieht man denn sie nicht unbedingt an, aber. Scheint so zu sein. Muss mal gucken, dass hier ein bisschen Setzlinge einernte. Wenn es zerfallen. Ich jetzt nicht. Das wir nachpflanzen. Wir wollen hier keine Bäume wegnehmen, sondern nur das Holz. Deswegen pflanzen wir nach. Da oben ist noch ein bisschen Holz. Da muss ich ran. Ich glaube, das war irgendwie aus dem anderen Baum oder so. Sieht nicht so aus, als würde es noch zu dem Baum gehören, den ich abgegraben habe. Könnte nur ein anderer Baum gewesen sein. Da steht schon einer. Ein Apfel. Wir haben zu viele Setzlinge, ja. Müsste doch erstmal reichen. Ein paar Eichenstämme damit craften. Zwei Eimer habe ich auch noch stehen. Sticks brauchen wir auch mal wieder.
So, und dem Grund habe ich hier eine schwarze Ecke im Soundton. Nicht für den Brot, den Brücke gar nicht brauche. Bretter craften. Wie war das mit dem Feuer? Ja. Und drinnen das Eichenholz. Bretter ging es nicht mehr, oder? Da hat jemand nicht aufgepasst. Das machen wir durch meine Axt. Könnte man das noch irgendwie retten? Das ist schon nächstes Eich nachgewachsen, dann müssen, können wir das auch noch uns dort rausholen. Okay, können wir nicht. Gleich nachpflanzen. Und haben wir jetzt noch nicht viel gewonnen, aber okay. Erstmal zwei. Mit volle Bäume bauen, obwohl man eine Axt im Inventar hat, ist auch gut. Ist schon nachgewachsen. Glitzernde Melonenscheibe. Auch interessant. Und viele Lagerfeuer. Keine Kohle mehr oder was? Also keine Stämme mehr. Deprimierend. So, die 5 können wir hier schon mal weitermachen. 5 Lagerfeuer. Das ist durch ganz Lagerfeuer, 6 Lagerfeuer, geht. Nein, nein, du kein Kindskopf.
Nö. Wenn ich jetzt zerstöre, sind die doch kaputt. Au. Das sollte nicht passieren. Schaufel. Sag mal. So. Vielleicht Holz sammeln gehen. Aber erstmal. Bin zu früh, um hochzulaufen. So. Holzziegel. Zwei sind abgewachsen. Und runterhüpfen. Ja. Muss es noch einen geben, ja. Jetzt zwei. Nicht zwei auf einmal. So, wir haben noch Axt. So, Holz. Machen wir ein bisschen. Sticks. Wir machen, glaube ich, so. In der Mitte wird's gut oder Kohle. So. Das Lagerfeuer. Sieben davon bringen wir schon mal an. So. So, so. Vier Stück noch hin. Autsch.
Habe ich fein gemacht. Mich verbrennen lassen. Ich habe es noch nicht über den Teil hier. Mehr Lagerfeuer. So, ich würde aber mal an der Stelle eine. Achso, ja, wir können Brückenzäune kommen noch aus den Holzen und Hölzern hier machen. Dazu sind sie da. Also ich mache eine kurze Aufnahme, eine kurze Streampause. Dann sehen wir es gleich wieder. Spielen wir hier noch, bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich sollte mich eventuell mal in Sicherheit bringen, dass es zwischendurch Nacht wird. Ja, was habe ich gemacht? Ich würde nur in die Pause kurz gehen. habe ich mich kurz ausgeduckt. Ich baue einen Kaffee, bin gerade nicht ganz dabei. Egal, könnte ich nur kurz mal einen Pausenraum die Pause genießen. Ja. Ich schicke mich trotzdem im Warteraum. Kurz Pause, Viertelstunde, ich muss mir einen Kaffee machen. Und auf Toilette. Bis gleich.
So, weiter geht's. Wenn dann euch auf dem Sofa, was relativ klar ist. So, Zäune muss ich bauen. Feuer haben wir nicht mehr. Müssen wir noch mal. Lagern wir später ab. Ich habe Bäume. Die müssen noch mal irgendwo pflanzen. Bäume pflanzen. Eigentlich wollte ich da unten noch, hier kommt noch ein Schwarzmarkt hin, da will ich noch ein paar Stände aufbauen. Da soll noch hier ein kleiner Markt entstehen unter dem Schwarzmarkt, zwielichtiger Schwarzmarkt, wortwörtlich zwielichtig. So, sammeln wir mal wieder ein bisschen Holz für Lagerfeuer. Für Zauntüren müssten wir jetzt haben. Das hier wächst irgendwie nicht, wahrscheinlich wegen dem Pilz, der daneben steht. Platz hier mal einfach, hier können wir das Spiel noch mal abbauen, falls wir es nicht brauchen. Falls wir den Platz brauchen, meine ich. Mal schauen, ob das gut geht hier. Die ist schon wieder nachgewachsen. Und uns die Ernte ein. So. Ich bin jetzt wieder wach. Ich hoffe, ich bin vorhin nicht zu sehr im Stream eingepennt oder so. Das wäre peinlich. Ich werde es mir in der VOD mal anschauen, wie peinlich ich weggeratzt bin. Ich bitte es zu verzeihen, es ist Montag. Erster Tag in der Berufsschule seit langem. Deswegen spielen wir heute Minecraft. Das ist halb so kritisch, wenn ich mal ein bisschen durch bin. Nicht ganz bei der Sache bin. Wenn wir jetzt Kingdom Come spielen würden, dann. Da ich jetzt 3 Stunden lang versuchen würde. Jetzt 2,5 Stunden mal versuchen würde, die Kämpfe dort auszutragen. Ich meine, ich werde Freitag wahrscheinlich auch nicht in der Spur sein, aber da können wir es auch, da können wir von mir aus, wenn wir so lange brauchen, 3-4 Stunden spielen. Irgendwann hat es dann auch seine Grenzen, irgendwann mich dann auch, aber
Es sind 8 Stunden Stream, wenn wir am Freitag nicht machen, aber da ist es auch nicht schlimm, wenn es mal, wenn es halt einfach länger dauert. Das kann dann halt mal. Können wir auch, wenn es sein muss, den ganzen Stream dafür investieren, diesen dummen Kampf zu schaffen. Ist dann halb so kritisch. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Bäume pflanzen soll. So viele Sätze hier kriege ich ja. Okay, das wird nicht viel reichen, aber ein bisschen wenigstens. So, wir haben keine Kohle mehr. Ist ja fantastisch. Holzkohle, wie mache ich die? Wahrscheinlich brennen im Ofen. Wird schon der Booster oder was? Da ziehen wir zumindest mal die. Zwei. Bin ich runtergekracht. Ach ja, die Mods hier, dass man das mal. Ist auch bei. Ne, das ist die Mod, das ist die. Das Texturpack. Das hier. Können auch heute kein Deutsch mehr. Dass das Feuer auch in der Hand leuchtet. Feuer und Fackeln. Dass die allgemeinen Breitungen Leuchtradius haben. Wenn nicht wirklich, ist diese von der Hand vom Leuchten. Nicht schlecht. Das macht der Shader. So, Schaufel. Der brauchte kein Wasser oder so, der müsste einfach. In der Schaufel drüber gehen. Lagerfeuer. Mit der Schaufel drüber. So, Zauntore. Das war irgendwo hinten. Genau hier. Da müssten wir jetzt genügend haben. Na, ein paar mehr Stöcke bräuchten wir schon. So, Stücke. Lass dich nicht täuschen, das ist nicht so viel. Effektiv gar nichts. Wir bauen sehr viele Zauntüren für die Brücke. Den Rest machen wir zu Stöckern. Und den Knopf. Okay, sollten wir schlafen gehen.
Ein sehr nutzvoller Command. Ich muss mal bei Gelegenheit mein Inventar aufräumen. Gut. Bauen wir auch mal. Muss ich auch irgendwann mal zu Ende bauen. Den Zaun hier durchziehen. Derweil nutze ich das noch als Abstiege. So. Ist auch irgendwie seltsam. Irgendwie passiert auf diesem Server irgendwie Sachen. Ich weiß nicht, wie ich es hier geschafft habe, das so zu bauen. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwie in die Richtung baue. Das könnte ich mir nur erklären. Dass, wenn ich hier dran ansetze, wird er auf einmal. Macht er da einen Lang draus. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Tut jetzt nicht weh. Sieht halt nur schöner aus. Ja, so sieht's aus, so macht man das. Und hier ran, nein. Das ist so nicht. Na, juckt. Schön kann man ja sicher durchlaufen. Hüpfen sollte man nicht, weil da kommt man mal drüber und hat nur Zauntüren, die relativ weit unten sind und hier noch keine Feuerbretter stehen, können wir schon mal ach verdammt. Ja, das mit den Zauntüren einbauen ist manchmal ein bisschen. Die tun manchmal nicht so, wie man will. Okay, das wäre geeignet, muss ich für Höhlen. Wir gehen ja gerade zu einer Höhle hin. Ein bisschen Pokémon-Musik. Pokémon ist auch so ein Genre, was ich irgendwie ungern von meinem Kanal entfernt habe. Durch dass die Switch-Ära beendet wurde. Ich habe so im Adventskalender-Projekt habe ich so ein bisschen mit Fanhacks wieder aufleben lassen. Wenn es noch weitere Fanhacks geben wird, wenn ich noch weitere Sachen finde, werden wir die auch noch spielen. Also das gibt es auch noch bei Steam, habe ich da auch noch was gekauft, was Pokémon ähnlich ist. Ich bin großer Fan von Pokémon. Nur weil wir nicht mal auf der Switch spielen, heißt das nicht, dass wir da nicht auch noch. Ich glaube, das verarbeitet jetzt einmal für die Tore. Nur weil wir mit der Switch aufgehört haben, heißt das nicht mehr, dass es A, kein Pokémon mehr geben wird. Und B, kein Pokémon-ähnlichen Sachen mehr. Bloß halt jetzt für PC, also die Sachen offiziell Pokémon-Spiele gibt es nicht mehr. Gibt es nicht für PC. Oh, Gemälde.
Könnte ich gebrauchen. Immer zwei Gemälde, damit kann man Sachen schmücken. Zum Beispiel einen Leuchtturm in den Fuma hängen, wo es keiner sieht. Die Taverne könnte auch noch ein paar Bilder verkraften. Cooles ungewolltes Wortspiel. Na, das war mal ja, das war wohl mal nix. Brauch mehr Stöcker. Also Pokémon wird es in anderer Art und Weise auf meinem Kanal noch weiterhin geben. Die nächsten Jahre auch noch weiter. Das sei mal versprochen. Zwar nicht meine Tinbus Pokémon. Aber nicht nur irgendwelche Projekte und Fanhexe, wenn ich mal sowas finde. Da soll es auch irgendwo ein Fanhack geben. Das tut man Morgenrot Edition. Könnte man vielleicht irgendwann mal weiterspielen. Das war nicht schlecht. Pokémon. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Was haben wir die meisten Parts gespielt? Pokémon Reborn war das. Da sind die Arenen halt massiv schwer. Da sind wir bei der zweiten Arena schon nicht mehr weitergekommen. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen. Weil wir doch einfach nicht mehr weiterkommen. Ich habe mal gehört, dass da muss man gucken, dass ob ich das irgendwie finde. Ob ich da eine installierbare Sache finde. Hier sagt schon Pokémon, eine Pokémon-Version, wo man Team Rocket beitreten kann und ich glaube, das hieß direkt Pokémon Rocket oder so. Was ich immer in allen Pokémon-Spielen beklagt habe, dass man nicht die Option hat, dass man da nicht die Möglichkeit hat, auch mal, auch wenn es nur zum Scheiden ist, irgendwie mal zumindest mal für eine Weile lang mal Team Rockets zu spielen. Das gab es in der zweiten Generation in unseren Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Gab es das mal, dass du irgendwie dass du dich da eingeschleust hast, dass du ein Kostüm gekriegt hast von Team Rocket und da irgendwie mal eine um den Radioturm, ich glaube den Radioturm zurückzuerobern, musstest du das machen, aber dass du halt mal wirklich die Möglichkeit hast, mal wenn es auch nur als Spion ist, dass man da mal das Bösewichtsteam mal von innen infiltriert. Da gibt es aber, glaube ich, einen Fanhack. Und wo man das durchaus kann. Wo das geht. In welch Ort man spielen muss, man, vielleicht kann mir jemand da einen Hinweis geben. Wo man das kriegt. Auch wenn die meisten davon natürlich auf Englisch sind. Ist so ein kleiner Haken immer.
Naja, kriegen wir schon hin. Das wäre ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Dass der Englisch vorlesen muss. Okay, wir haben keine Bretter, keine Stücke. Passt fast genau. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mehr zu brauchen. Nochmal so, dann haben wir die, glaube ich, zu Ende gebaut. Hier muss noch Feuer, ein Feuerweg. Na, sieht schön aus, wenn wir hier, da kann man ja aufmachen, kann man machen, dass man da nicht runterfällt. Und dann soll ich hier rein. Das hat gerade den Zweck umgekehrt. Da müssen wir auch mal Fackeln besuchen und ausleuchten. Müssen wir auch hier auf den Berg. Kann man auch hier als Abkürzung. Stotter. Auf den Berg nehmen. Steht ein Baum drauf. Joa. Hier können wir vielleicht noch um die zweite hinbauen. Da hier fehlt mir, glaube ich, noch einen an der Sieht. Dann können wir hier und dann können wir auch die. Die Sache hier machen, die Mauer hier durchziehen. Zumindest hier an den zwei Stellen, damit man hier nicht, wenn man angenommen laufen kommt, dass man hier, wenn man es ganz eilig hat, dass man hier nicht. Bei mir hoppla, dass man hier nicht runterfällt. Anders geht, das gab's in den Höhlen. Dann müssen wir mal die Höhlen besuchen gehen. Weiß nicht, ob da noch was übrig ist. Ich habe dafür die Bauwerke massiv abgebaut. Den Eingang, hier gibt es mehrere Eingänge dazu, zu der einen großen Mühle, die unter dieser Insel liegt. Ist auch wahnsinnig spannend. Und gerade wenn man tief unten ist, da sind wir vorhin gespawnt. Da habe ich einen Safe Point gesetzt, wo man hinreisen kann. Da gibt es Rohmaterialien zuhauf. Jetzt alles. Falls ich nicht schon alles abgebaut habe. Also Diamanten habe ich da auch unzählige gefunden. Hier die Höhle habe ich mir schon wegbar gemacht. So, dann gibt es eine kleine Höhle, die nicht ausgeleuchtet ist.
Aber hier ist glaube ich auch noch einiges. Und an der sieht. Es müssten diese Steine hier sein, die so üblich gefärbt sind. Ich brauche eigentlich nur einen Stein. So, zur Brücke. Dann holen wir uns noch Holz für die Stufen hier. Eigentlich müsste man das auch mit Laternen ausbauen, aber sehe ich jetzt nicht so. Machen wir erstmal Fackeln. Später, wenn ich dann das Zeug zu habe. So, in der Sicht. So machen wir einen Zaun draus. Dann haben wir sogar gleich 6 Stück. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch noch zumachen können. Können wir. Sieht aber nicht unbedingt gut aus. Ja, kann man machen, muss man nicht. Hier haben wir eine Fackel hin. Mit Verhalten war das noch heute. So, ich hatte doch irgendwo noch Kohle, sonst müssen wir das abgraben gehen. Hier hatte ich noch im Ofen, glaube ich, ein bisschen Holzkohle. Das wird es auch tun. Gerade allein auf dem Server. Ja, ich bin hier der aktivste. Okay, da mache ich mir Stücke draus. Wir müssen eh nur ein Knopf verlieren. Baumstämme brauchen wir. Und zwar aus Eiche. Und wo nicht zwangsläufig, oder? Für Lagerfeuer nicht zwangsläufig. Nehmen wir 5 Kohle, wir müssen dann sowieso gleich nochmal unter oder über die Erde. Über der Erde liegt ja auch noch überall Kohle rum. Ich habe da ein paar Sachen schon übersehen. Ein paar Kohles. Das war umgespawnt. Ein wildes Baum erscheint.
Ja, das hole ich mir gleich noch zu Ende. Okay, 46 müssen erstmal reichen. Egal, nur 5. Ist doch eindeutig, du wirst schon. Das Soundtrack im Hintergrund. Ach ja, du wirst schon reichen. Ein legendäres Spiel. Müsst ihr auch mal privat wieder spielen? Für den Stream? Nee. Muss nicht. Das letzte Mal hat zwar das gespielt, damals auch gebackt, geleckt für nix. Da habe ich gerade andere Projekte. Skyrim bin ich gerade am Aufnehmen. Auch ein sehr fantastisches Spiel. Das ist gerade nicht gerade Steam, nicht Minecraft. Die Schaufel zum Feuer ausprügeln. Mit der Faust dürfen wir es leider nicht. Wir besiegen das Feuer mit der Faust. War das Family Guy oder so? War das Family Guy oder die Simpsons? Ich glaube Family Guy war das, wo der Feuerwehrmann erzählt hat, wie es bevor die Feuerlöscher erfunden wurden, haben die Feuerwehrmänner noch und die Feuerwehrleute noch mit Fäusten gegen das Feuer kämpfen müssen. Im vierten Faustkampf für das Feuer besiegen. Ganz fair war es dann doch nicht. Westworld hatte dann eine Waffe. Das muss man gesehen haben. Memes und Clips erklären ist so ein bisschen. Ist ein bisschen blöd. Da kann man auch noch runter, wenn man will. Jetzt haben wir wieder Krone. Müssen wir nachgucken. Ja, natürlich, die Witcher, was sonst? Die Witcher ist echt, das ist echt. Fantastisches Spiel. Haben wir 2022 lange gespielt. Ich glaube ein halbes Jahr haben wir The Witcher im Stream gespielt. Jetzt wird es bald auf YouTube kommen, die Stream-Aufzeichnung davon, da werde ich ein halbes Jahr lang auf YouTube machen, in 18 Uhr Parts, nichts anderes kriegen. Skyrim kriegt da jetzt auch jahrelang nichts anderes, jeden Sonntag Skyrim auf meinem Kanal.
kleine Werbung für meinen YouTube-Kanal. Jeden Sonntag Skyrim. Und demnächst, irgendwann im Februar, wenn das gerade läuft, Saints Row um 18 Uhr. Saints Row wirft. Aber wenn das vorbei ist, geht's mit The Witcher los. The Witcher 3. The Witcher 1 habe ich auch schon gespielt. Müsste es, glaube ich, auch schon. Die Parts auf YouTube geben. Brauchen wir gar nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kriegen wir noch hin. Soundtrack von The Witcher ist auch einfach. Ich kann mal eine Witcher Playlist raussuchen. Das ist die. Geisterspiel. Geister Soundtrack. The Witcher. The Witcher 3. The Witcher 1, naja, das ist. Bin da nicht weit gekommen, weil der Bosskampf, der dann da kam, gegen die Bestie, gegen diesen Hund, das war dann einfach mit der Steuerung, die das war, nee, das kam ich dann nicht mehr, weil ich ja gesagt, bei aller Liebe. Muss jetzt nicht sein. Ich hätte es auch noch 100 Mal versuchen können und vielleicht irgendwann mal geschafft, aber die Motivation war dann noch nicht mehr da. Habe ich dann gesagt, ja komm. Lass gut sein, solange es noch Spaß macht. Solange man noch nicht frustriert da sitzt und man sagt, ja, scheiß Spiel. Ist da. Kann man auch machen, kann man genau ein zu wenig, da brauchen wir noch irgendwo ein 2-3 Holz. Da mache ich mal was man eigentlich nicht so machen sollte. Guck dir jetzt mal weg. Ich baue den Baum sowieso später noch ab. Der wird eh gebraucht und neu gepflanzt. So, Holz. Kohle. Nee, Holzkohle war es nicht. So, genau 7 brauchen wir doch noch. Und dann machen wir Fackeln. Dann haben wir das Brückenprojekt heute beendet. Mein Stream hängt wieder auf dem Laptop. Ach, hi, Besuch. Da kommt der also her. Da brauchen wir auch einen Zaun hin, also. Runter von meiner Brücke. Hilfe, ich brenne. Machen wir es so, da kann man hier. Ist doch elegant. Das ist jetzt weniger elegant, aber. Okay. Mal Feuerzeug craften, mal das ausprobieren, ob man die wieder anzünden kann. Könnte man, wenn man verfolgt wird von Kreaturen, kann man einfach wieder anzünden, die Lagerfeuer. Und auch eine wirksame Barriere. Bietet sich immer wieder anzünden.
hier so, hier passt genau das letzte. Perfekt. Weißt du, die kann man auch alle öffnen und raushopsen, aber ja. Ich kann ich mal hier zum Verdeutlichen zwei Schwarzeichentüren reinmachen. Und man sieht, hier soll es rausgehen. Bin ich auch bei der Linie gleich mal offen lassen. Kann man zumachen, wenn man will, dass da gerne durchkommt. So, Fackeln. Also abends sieht es halt echt, in der Nacht sieht es halt echt romantisch aus. Durch den Shader. Das glaube ich wahrscheinlich auch. Das ist ein Vanilla-Shader. Sieht wahrscheinlich auch. Ich weiß die Namen jetzt nicht, frag mich nicht damit nach. Dann müsste ich nachgucken. Fackeln. Drei werden nicht reichen. Auch vier nicht. Das vielleicht schon viel eher. Wenn wir zu viele machen, können wir es auch behalten. Fackeln braucht man immer. Das jetzt schon mal ausleuchten. Ah! Da haben wir es. Durch die Fackeln kommt da wieder diese Form hin. Wunderschön. Nun, dann mache ich da noch Laternen drauf, aber es sind halt viele Laternen, die man braucht und viel Eisen für. Da reichen erstmal die Fackeln, würde ich sagen. Sieht zwar hübsch aus mit Fackeln, mit Laternen, aber was soll es. Da könnte man jetzt noch weiter graben. Tue ich nicht, habe schon andere Eingänge. Mal vielleicht irgendwann. Vor allem auf, als Aufgang zu dem. Das war ein paar schon hier abzukürzen. Naja, so ein Abkürzung ist das jetzt auch nicht, aber ja, sieht typisch aus. Macht mal was fürs Auge, während man die Abkürzung nimmt. Kann man hier nochmal aufs Meer hinausschauen. Man kann eine Plattform zum Zwischenhalt machen. Ausguck. Gut, auf in die Betten. Haben wir das Projekt für heute eigentlich abgeschlossen? Eine halbe Stunde jetzt noch was anderes machen? Weiß ich nicht, finden wir noch was hier in Minecraft, was wir machen können. Nur lohnt sich jetzt nicht noch was für eine halbe Stunde anzufangen. Verwirrung. Schlecht.
schlafen legen. Ich glaube, sowas kommt auch durch den Shader, dass die Sonne reinstrahlt. Dass der Schatten hinterlässt. Wollte ich mal Soundtrack Twitcher. Da habe ich doch auch eine Playlist für. So muss das. Die Witcher 3 Musik. Und Wasserfahrstuhl. Das mache ich gerne, weil wenn da unten Wasser ist. Nochmal. Ich weiß nicht, jetzt mit dem Markt dort unten anzufangen, das ist da. Das fühlt oben zu nichts mehr. Ich komme da nicht mehr hoch. Zaubertrick. Dann zeige ich euch noch unser blaues Schaf, was ein enges Gehege schon hat. Hier können wir noch Holz machen, das können wir hier noch ausbessern. Mit genug Holz. Mit der Treppen dran machen. Ansonsten mache ich das aufscreen. Ich fand das so ein bisschen klumpig hier mit den ganzen Wörtern. Das ist das so ein bisschen mit Stufenandeutung. Nicht so sehr nach Krähenfuß aussieht. So. Pilz haben wir hier. Da läuft ein Huhn rum. Hühner gibt es ja erstaunlicherweise sehr viel auf dieser Insel. Der hat vielleicht ein Ei für mich. Hier ist ein Ei. Ich will wieder einen Kürbiskuchen machen. Schwein läuft ja auch rum. Hier ist das blaue Schaf. Schere habe ich sogar mit. Nicht töten. Wir brauchen nur die Wolle. Komm her. Komm her, Schaf. Komm. Was sind stehen? Die stehen, glaube ich, nicht auf. Jetzt muss man da nur noch rankommen, die Wolle. Wieder hinbauen, den Zaun nicht rauslassen. Nein, geht da bloß wieder rein. Was mögen die denn? Die Schafe, geht da wieder rein. Nein, Schaf,
Unser blaues Schaf. Nein, 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 nein. Leute. Schaf, Schaf, Schaf. Das ist da nicht ohne Grund drin. Verdammt, Mann. Was mögen die, was mögen die, was mögen die Wiki-Artikel? Weizen, kann das sein? Weizen habe ich dabei, Schäfchen. Komm Schaf, komm Schaf, komm Schaf. Schafi, ja. Komm zu Daddy. Komm, 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 komm. Hier, rein hier. Nein, nein, drin bleiben, drin bleiben. Nein, böses Schaf. Hier, drin bleiben. Hier, deswegen, suizidgefährdet. Nicht freilassen. Das haben wir mal, das stand hier auf einer Klippe und wir am Abhang waren wir so ein Block davon entfernt, sich runterzustürzen. Das rennt immer sofort zur Klippe. Das ist hier auf so einer Insel. Brandgefährlich. Wir haben noch irgendwo ein weißes Schaf rumlaufen. Und das habe ich keine Angst. Das kommt klar. Schützt sich nicht runter, aber das war. Pff, das mag Klippen, dieses Schaf. Sehr gefährlich. Da kommen die ganzen blauen Betten her. Dürfte mir so warm. Schere. Och Mensch. Ich brauche hier wirklich eine Tür dran. Das wächst aber schnell nach. Haben wir blaue Wolle. Falls wir neue Betten brauchen. Einfach mal die Tür hingebaut. Hüter des Friedhofs. Das Wolfis Haus. Der hat hier einen Weg nach unten. Eine Höhle. Die Kiste nämlich jetzt nicht reingucken und darunter gehe ich jetzt auch nicht. Privatsphäre. Hier ruht das namenlose Hundi. Nach dem Silvester-Stream direkt. Draufgegangen. Armes Hundi. Und verbrannte Erde sehen. Seltsamerweise passt, klappt das. Finde ich auch mal wieder merkwürdig. Es ist würdig, sich zu merken. Steht überall Werkbänke rum. Ist ja auch toll. Wenn man irgendwo mal bauen will, steht eine Werkbank da. Was wollte ich jetzt machen? Schaf haben wir geschoren. Den Charakter, falls ich den noch heute noch nicht gezeigt habe. Die Mähne wollte ich aufhängen. Ach ja, hier Redstone habe ich. Das Redstone. Da ich auch eine Mods installiert, die mir. Ich habe einige Mods installiert. Die mir Redstone zu Kabeln machen. Das habt ihr wahrscheinlich in der Kiste schon entdeckt. Ein Elchen sitzt nicht.
Habe ich hier Eichenhügel? Okay. Da war ich ein bisschen lost. Da wo Weizen war. Deko in der Taverne und im Leuchtturm wird nichts mehr hinpassen. In der Taverne. Ja, was hier gibt's auch noch. Wie schon gesagt, ein Savepoint gesetzt. So passiert was Kleines hin. Was Kleines. Ja, genau so. Dachte hier so ein Tisch, so ein kleines Ding mit was passen. Ist nicht wirklich Platz dafür, oder? Doch hier vielleicht. Hier noch so ein kleines, hier sowas hier. Aber eher hier hin. Nicht das, das andere hier. Und doch lieber so. Never gonna give you up. Deswegen ist glaube ich was anderes gemeint mit, aber ja. Vielleicht finde ich auch mal eine Mod für interessantere Bilder. Das ist zumindest die bei mir im Stream und in den Aufnahmen und so weiter und bei mir in Minecraft. So bei den anderen sieht es dann natürlich nicht so aus, aber es ist bei mir so aussieht. Ich meine, das Wasser und so weiter und die hier. Das Dach ist ja auch hier. Das durchsichtige Wasser hier, das ist auch bei mir nur so. Die Sonne, ich gerade nicht sehe. Die Wolken auch ein bisschen. So. Das können wir jetzt noch machen. Was noch mal den hier? Yay! Nochmal. Quatsch. Den grünen Wasserstrahl mal hochschwimmen. Au. So kommt man hier hoch. Juti. Will ich hier mal die Sache beenden? Kann ich euch noch mal was zeigen? Shader, ja, das ist der Beyond Belief Legacy. Dass der Shader nicht drin hat. Falls ihr es toll findet und auch haben wollt. Gab es jetzt hier noch irgendwo
Die Ressourcenpakete. Lass dich nicht stören, dass alles rot ist. Also hier sind die rechten ausgewählten. Force, ich glaube, das hier ist das hier die. Das ist das Paket, was die. Das macht die. Diamanten und so weiter. Die Kristall macht es noch so ein bisschen anders. Lässt ein bisschen anders aussehen. Die Monster haben auch ein bisschen andere Gestaltung. Das habe ich mir noch nicht gezeigt. Das hier. Der Crossbow, der ist ein MG, ein Maschinengewehr. Habe ich mal umgeändert. Jedes Skelett hat einen Anzug an. Das ist dann mal ein bisschen ärgern, dass die zu den Jovas wieder vorbeikommen und uns gleich angreifen. Ja, das mit den Villagers, ich glaube, das hat noch nicht wirklich geklappt. Das habe ich zwar drüben geladen, aber hier sind die Pride-Betten. Pride Bats Resource. Das gibt alles. Die Modpacks, die gibt's auf dem. Ich glaube, Planet Minecraft heißt das. Da kann man sich die runterladen. Hier, Pillen. Pillenkekse, kann man die Kekse benennen und dann hat man da eine Pille drin. Die habe ich noch nicht genutzt, aber auch interessant. Hier die Non-Binary Herz. Als sie drin waren. Gibt es verschiedene Sachen auf. Könnte ich, das heißt jetzt wahrscheinlich die Namen einfach hier eingeben. Dann findet man das auch. Ich weiß nicht, also Villager bin ich jetzt noch nicht so viel begegnet. Ich glaube, die funktioniert tatsächlich nicht. Also hier die Witch, das funktioniert schon, das habe ich schon gesehen. Also hier die, also Enderman, hier ist Ender Slenderman. Der macht auch so irgendwie Slender-Geräusche, wenn er dann kommt, hat man so, wenn er wütend wird, hat man die ganze Zeit hier Enderman-Geräusche, Slenderman-Geräusche im Hintergrund. Die Bibi. Die bisexuelle Biene. Ja, das finde ich am besten hier. Auch wenn es inkompatibel da steht, ist auch geht's trotzdem. Ein Creeper mit Sonnenbrille und Anzug. Creeper, oh man. Ja, der Golem, Eisengolem so ein bisschen mit ja. Also mit Steampunk-Look. Und hier das Beste von allem, hier das hier, die Pride Minecraft Icon. Das ist exakt das hier. Das war hier oben. Das Minecraft Logo in LGBTQ Farben haben und hier einen passenden Spruch da. Finde ich eigentlich ganz geil, dass das so im Startbildschirm immer ist. Steht auch manchmal ein anderer Spruch drin. Gerade Support Trans People. Finde ich gut, das Logo hier, Minecraft-Logo. Muss jeder wissen, wie er es will. Also ich bin da ein bisschen ausgeflippt und habe hier einiges reingeladen. Hier auf der Seite sind auch noch Sachen, die hier. Das hat nicht funktioniert, blöderweise. Die Candles. Hier kann man auch noch einen Raben als. Der Parrot als Raben ist so ein bisschen, ja, so. Dass die Papageien zu Raben werden. Weiß nicht. Hühner, dass die schon gegrillt rumlaufen, fand ich nicht passend. Die Fledermäuse als Feen. Weihnachts, das gesamte Pack, was die ganze Welt weihnachtlich aussehen lässt, ist gerade nicht Weihnachten, deswegen habe ich das rausgenommen. Diamanten, die bisexuell sind. Und hier das Skelett, was jetzt ersetzt wurde. Das finde ich am besten, das könnte ich nur empfehlen. Das glaube ich, World of Minecraft, da heißt es glaube ich nicht, aber Planet Minecraft ist glaube ich die Seite. Gibt es auch das hier. Dass man einfach hier, ich finde es genial, dass man das als Minecraft-Logo einfach gefärbt ist. Und mit passenden Sprüchen. Joa. Jetzt haben wir es gleich fast schon. Jetzt haben wir es schon 21 Uhr.
Da würde ich es mal dabei belassen. Dann, ja. Dann beende ich den Stream für heute, würde ich sagen. Danke schon mal fürs Zuschauen. Schicke ich gleich noch in die Endcards. Bereiten wir noch ein Raid vor. Ja, bis ich in den Endcard bin, bis wir in Raid gekommen sind, ist das dann auch. Ist auch Zeit. Gut. Oh, Discord. Darauf freue ich mich sehr. Habe ich jetzt gekauft. Heute gleich mal vorbestellt. Werde ich am 10. Februar mal schauen, ob es am 10. Februar schon klappt. Werde ich dann ab dem 10. Februar regelmäßig streamen. Wahrscheinlich ab die ersten Tage wahrscheinlich immer. mal schauen, wenn ich die Zeit finde. Immer. Ich habe eher ab dem 10. die 2 Tage, also Montag und Dienstag, danach habe ich Urlaub. Da werde ich dann, werde ich wahrscheinlich Montag und Dienstag die Woche nach dem 10. und Mittwoch werde ich wahrscheinlich 3 Tage hintereinander irgendwas Legacy spielen. Da wird es dann ab dem 10. werde ich dann, wird sich dann auf Twitch hier rausüber, werde ich dann wahrscheinlich auch mal deinstallieren und erstmal beiseite legen, weil da werde ich dann Kingdom Come Deliverance, solange wie es noch aushalten, solange ich da noch Bock drauf habe. Kommt drauf an, wie ich jetzt mit dem Bosskampf durch, mit dem, ist ja kein Bosskampf, mit einem Kampf dort im Wald durchkomme. Ich werde es wahrscheinlich durchkommen, irgendwie. Wahrscheinlich schon am nächsten Stream am Freitag. Werden wir Kingdom Come Deliverance spielen und Hogwarts Legacy in Abwechslung. Dann sonntags wahrscheinlich. Ich mache mal sonntags Hogwarts Legacy. Sonntags und Mittwochs Hogwarts Legacy und Montags und Freitags Kingdom Come oder andersrum. Weiß ich nicht, ich muss nochmal gucken, es war das, was uns irgendwie abwechselnd machen. Montags und Freitags Hogwarts Legacy oder Freitag, Sonntag. Und kurz Legacy müssen wir mal gucken, wie wir das verteilen. Das was zum gleichen Teil auf jeden Fall in der Woche spielen. 4 Streams die Woche, sondern auf dein Hogwarts Legacy Kingdom Come. Sonst werden uns beide noch Ewigkeiten verfolgen. Es ist da also Stunden Spielspaß haben, wenn wir nur Hogwarts Legacy haben. Kingdom Come, denn übrigens ist auch noch stundenlang. Und auch noch stundenlang rumhängen. Weil ich bei beidem bisher zum Spaß. Hogwarts Legacy weiß ich natürlich nicht, was da auf mich erwartet, aber Kingdom Come Deliverance habe ich bisher Spaß gehabt. Mal schauen, wie das noch weitergeht. Skyrim nehme ich weiterhin offscreen auf. Habe schon einige Stunden aufgenommen. Das ist hier auf dem Weg nach oben auf meine Liste. Habe schon 22 Stunden aufgenommen. So genug gequatscht. Ist erst übernächste Woche der Release, also freut euch schon, aber freut euch noch nicht so sehr. Müssen wir noch ein bisschen warten. Erstmal gibt es am Mittwoch The Pillars of the Earth, Säulen der Erde. Da werden wir auch noch mal fertig in den nächsten Streams. Diese Woche und nächste Woche. Joa, so sieht's aus. Ja, ich würde mal sagen, ab in die Endcards. Auf in den Raid.